Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal. Und zwar handelt es sich um ein Let's Build. Und ja, das ist so etwas wie ein Let's Play und Tutorial zusammen. Also ein Mix daraus. Ja, und zwar baue ich in diesem Fall jetzt einen Bahnhof und filme davon alles, sodass ihr das alles eben nachverfolgen könnt. Und ja, man kann das so sehen wie ein großes Tutorial, das über 4-5 Folgen vielleicht geht. Ich weiß nicht genau, weil ja, ich weiß eben nicht, wie lange ich dafür brauchen werde. Und ich habe auch erst einen von dieser Sorte gebaut, also bin ich mir da auch noch nicht ganz so sicher, wie das genau geht. Deswegen werde ich auch selber noch ein bisschen rätseln müssen zwischendurch. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ihr braucht natürlich viel Redstone. Ich arbeite mit einer Falltür, normale Blöcke und Minecarts. Ja, außerdem noch natürlich hier die normalen Schienen, diese Power Rails und die Detector Rails, diese hier. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar, genau, was ihr noch beachten solltet, dass ihr in Richtung Osten baut. Ihr seht über mir die Sonne, die geht, also die geht langsam unter, hinter mir. Das heißt, sie geht da auf und da ist Osten. Also solltet ihr in diese Richtung anfangen. So, zuerst setzen wir hier diese Power Rails, danach 5 normale Blöcke, normale Schienen und wieder die Power Rails. Hier können wir dann Blöcke rumsetzen. Das hier bleibt frei, weil wir da später durchfahren. Und hier hinter kommt dann der Stapel. Also der Stapel für die Minecarts eben. Diese Schienen hier, die sind dauerhaft an, also die boosten immer. Also setzen wir einfach eine Redstone Torch drunter. Und wenn ein Minecart eben jetzt darüber fährt, dann wird es halt angeschoben von diesen Schienen. Hier drüber machen wir jetzt einen Knopf, einen Button, der bewirkt eben, dass dieses Minecart losfährt. Huch, jetzt habe ich instant mal noch an. So, das war jetzt ein bisschen langsam, aber liegt einfach daran, dass es nicht ganz an der Wand war. So, ihr seht, es fährt schnell genug los. Und ja, das war es erstmal hierzu. Jetzt kommen wir zum Stapel. Und dafür buddeln wir erstmal ungefähr 5 Löcher, 5 Blöcke in die Tiefe. Von da wieder nach oben. Und verlegen hier diese Power Rails wieder. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof, dass hier Sand ist. Aber das passt schon. So. Und hier kommt auch schon die Falltür zum Einsatz. Die tun wir dahin. Das ist 2 Blöcke über den Power Rails, das ist ziemlich wichtig. Es kann auch weiter oben sein, aber das ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist nicht weiter unten. Und wir stapeln die Minecarts jetzt bis da oben. So. Und machen hier die Power Rails hin. Genau. Das ist jetzt nur übergangsweise, das kommt später noch weg. Und das hier werden wir jetzt aktivieren, nämlich mit dieser Redstone Torch. Dadurch wird eben der ganze Streifen hier aktiviert.
und wir müssen noch einmal ein Kartier drauflegen und es fährt automatisch nach oben. Da war jetzt ein Block, ein Item im Weg. Normalerweise fällt es einfach durch. Und es lässt sich auch stacken. Okay, geht nicht. So. Ihr seht, die Minecarts fallen alle da rein und stacken sich eben. Jetzt wollen wir natürlich einen Button zum Abfahren haben. Dafür machen wir hier einen Knopf hin, damit es auch symmetrisch ist. Und machen so weiter. Jetzt brauchen wir einen ganz kleinen Impuls. Denn wenn wir jetzt den Redstone Dust direkt an die Falltüre machen würden, dann würde es ja so lange dauern, bis der Button eingedrückt ist. Das wäre viel zu lange, weil dann die anderen Minecarts auch schon durchrutschen würden. Ja, und deshalb brauchen wir eben einen recht kleinen Impuls. Den machen wir jetzt hier hin. Da ein Block, ein Redstone Torch. Einen weiteren Block drauf. Hier einen dran und da auch. Hier kommt dann ein Repeater hin. Den machen wir auf diese Entfernung. Und zwar geht es darum, dass hier Energie ankommt. Dadurch, ich habe was vergessen. Dadurch geht diese Redstone Torch aus, womit auch dieser Dust ausgeht. Nach diesen zwei Verzögerungen geht der wieder an. Das heißt, wir haben einen Moment, sage ich mal, in dem der Redstone Dust deaktiviert ist. So, und das bauen wir dann eben hier hin. So, das müssen wir noch umkehren. So. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, kommt ein Minecart hoch. Oder was jetzt zwei? Nee, ne? Nee, eins. Gut. Das heißt, von hier werden wir jetzt eine Strecke verlegen zu unserem Bahnhof. Das können wir einfach hier machen. So, wenn wir jetzt also auf den Knopf drücken, kommt das Minecart direkt zu uns. Wir können uns reinsetzen, drücken auf den Knopf und fahren eben zu unserem Ziel. Was machen wir jetzt? Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir hier drauf drücken, dass mein Kart da lang fährt. Wenn wir nochmal drauf drücken, kommt auch das nächste. Das wollen wir aber nicht. Also machen wir hier in der Mitte so einen Detector Rail und verlegen Redstones bis hinter diesem Bereich, wo eben die ganze Technik ist. Auch hier unten lang machen eigentlich. So. Das kommt dann wieder zu. Okay, jetzt sollte ich natürlich auch die Redstones verlegen. Können wir das direkt wieder aufmachen. Ihr seht, wenn man jetzt darüber fährt, wenn ein Minecart da dran ist, gehen die Redstones an. Das heißt, die Überlegung ist jetzt, dass wenn hier ein Minecart langfährt, darüber fährt, dann werden wir das mit einem Endgate verbinden, sodass kein Minecart mehr kommt. Wenn das Minecart wieder zurückfährt, wird das Endgate wieder aktiviert, sodass ein Minecart wieder kommen kann, wenn man da drauf drückt. Das ist ziemlich kompliziert und es hat auch
recht lang gedauert, um rauszufinden, wie es geht. Und ich hoffe mal, dass ich es jetzt recht schnell schaffe. Also, wir werden zuerst eine Speicherzelle machen. Und so. Vorher noch einen Repeater, der einfach dafür da ist, damit das Signal, was ja da gespeichert wird, hier nicht gespeichert wird. Von da geht's dann hier lang zu einem Endgate, aber ich glaube, wir machen das noch ein bisschen weiter hinten, damit wir damit nicht zusammenstoßen. So, also hier kommt das jetzt hin. Die Speicherzelle, dann der Repeater und das Endgate. Dabei machen wir hier aber noch ein paar Repeater, nämlich 3 Stück, auf die maximale Entfernung. Dann zum Endgate. Das Endgate kann man auch so machen, ist gar kein Problem. So. Und das hat die Wirkung, dass ich werde jetzt mal hier einfach einen Button hinmachen. Das simuliert eben diese Detector Rail. Also das heißt, jetzt ist die Speicherzelle aus. Wir werden drauf drücken. Ihr seht, nichts passiert. Wenn wir jetzt aber nochmal drauf drücken, geht das hier aus. Okay, vorher ist es auch schon ausgegangen. Da müssen wir einfach noch ein Redstone-Torchchen machen. Ich werde es nochmal ausprobieren. Genau, und jetzt müsste es angehen. Genau. Das verbinden wir dann mit einer weiteren Speicherzelle. So und so. Und wieder so machen. Okay, dann überlegen wir nochmal von neu. Also man drückt hier drauf. Dadurch wird das hier gespeichert. Und dieser das geht aus. Wenn wir nochmal drauf drücken. Ach genau, das haben wir hier vergessen. Stimmt ja. Können das hier mal wieder hinmachen. Genau, und es klappt. Ihr seht da hinten, die Redstone Torch geht an, wenn ich drauf drücke, und wieder aus, wenn ich nochmal drauf drücke. Und ihr seht, das ist ziemlich kompliziert. Ich glaube auch nicht, dass ihr das direkt verstehen werdet. Deswegen gehe ich mal hier hoch. Ihr könnt auf Stopp drücken und das genau so abbauen. Und ich glaube, meine Zeit ist auch schon fast um. Das war die erste Folge dieses Let's Build, dieser Serie. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Bis dann.